Es ist die tödlichste Pandemie des 21. Jahrhunderts. Hunderte Millionen Menschen infiziert, über 6 Millionen Tote. Das Coronavirus bahnt sich den Weg in jeden Winkel der Erde. In Rekordzeit wurden Impfstoffe entwickelt, Wissenschaftler wurden zu Helden und zu Milliardären. Die Pandemie ist eine Zeit riesiger Gewinne und großer Versprechen. Wir wollen sicherstellen, dass der Impfstoff weltweit erhältlich ist. Denn wir alle wissen, niemand ist sicher, bevor nicht alle sicher sind. Sicherheit für alle, auch für die Ärmsten? Oder zählten am Ende Profite doch mehr als das Leben all der Menschen, die vergeblich auf einen Impfschutz warteten? Genau um diese Frage geht es heute Abend. Nicht um Heldengeschichten, sondern um einen globalen Jahrhundertskandal, über den hier in Deutschland kaum gesprochen wird. Guten Abend und willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Monitor. Ja, wie haben es die reichsten Industrienationen der Welt geschafft, sich den größten Teil eines Corona-Impfstoffs zu sichern, der in den ärmsten Ländern erst dann in größeren Mengen eintraf, als es für Hunderttausende längst zu spät war? Welche Rolle spielten dabei die gefeierten Hersteller der Impfstoffe und vor allem auch die Europäische Union? An großen Worten hat es dabei jedenfalls nicht gefehlt, über eine gerechte Verteilung, über eine gemeinsame globale Verantwortung, über einen weltweiten Schutz für alle. Die Wahrheit ist, kein einziges dieser Versprechen wurde eingehalten. Herbert Cordes, Julia Reges und Achim Pollmeier zeigen Ihnen jetzt die Chronologie eines beschämenden Wortbruchs, eine so empörende wie traurige Geschichte über den Egoismus derer, die es sich leisten können, und dessen tödliche Folgen für all diejenigen, die im globalen Rennen um den begehrten Impfstoff nicht mithalten konnten. Sie sind Forscher, Unternehmer und gefeierte Helden. Mit Ehrungen überhäuft. Die BioNTech-Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci. Ihr Impfstoff sollte der Pandemie den Schrecken nehmen. Seit Jahren hatten sie an der mRNA-Technologie geforscht und dann in wenigen Monaten den Corona-Impfstoff entwickelt. Zum Wohle der ganzen Menschheit. So betont es der BioNTech-Gründer immer wieder. Wir wollen den Zugang zu hochmodernen Medikamenten demokratisieren. Für eine Medizin von morgen, die für Menschen weltweit verfügbar ist. Ein großes Versprechen an die ganze Welt. Dafür haben BioNTech und andere Pharmahersteller hohe Fördergelder bekommen. Seit 2020 bekam das Mainzer Unternehmen allein für die Entwicklung des Corona-Impfstoffes 375 Millionen Euro von der Bundesregierung. So wurde die Forschung hier öffentlich mitfinanziert. Und in den Laboren von BioNTech denken sie schon weiter. Längst arbeiten die Forscher an Impfstoffen gegen Malaria, Tuberkulose und sogar gegen HIV. Monatelang haben wir BioNTech um ein Interview gebeten. Es wurde erst zugesagt, dann plötzlich wieder abgesagt. Vielleicht, weil es auch um eine wichtige Frage gehen sollte. Nutzen die Impfstoffhersteller ihr Wissen, um möglichst viele Menschen zu retten oder um möglichst hohe Gewinne zu machen? Allein das Mainzer Unternehmen BioNTech machte im letzten Jahr einen Gewinn von 10,3 Milliarden Euro. Der Pharma-Riese Pfizer umgerechnet 21 Milliarden Euro und der Impfstoffhersteller Moderna 11,6 Milliarden Euro. Gewaltige Gewinne. Aber wer sind die Verlierer? Als der Moderna-Vorstand bei der digitalen Hauptversammlung im April sein Rekordergebnis vorstellt, gibt es einen prominenten Kritiker. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation schaltet sich zu. Die weltweite Impfungerechtigkeit wird zu viel mehr unnötigen Todesfällen führen und den wirtschaftlichen Schaden erhöhen. Impfungerechtigkeit? Milliardengewinne auf Kosten von unnötigen Todesfällen? Anflug auf Kapstadt. Hier in Südafrika sind besonders viele Menschen an Covid-19 gestorben. Die Gründe sind vielfältig. Einer war der dramatische Mangel an Impfstoffen. In den armen Vierteln Kapstadts leben Hunderttausende Menschen auf engstem Raum. Hier hatte das Virus besonders leichtes Spiel.
Die Menschen leben in kleinen Hütten, häufig ohne Strom und Wasser. Die gesundheitliche Versorgung ist schlecht. Weil es nicht genug Impfstoff gab, wurden hier bis Mitte 2021 gerade mal das Gesundheitspersonal und ältere Menschen geimpft. In Deutschland konnte sich da schon längst jeder impfen lassen. Nicht aber in Südafrika. Der Mann von Rose Weber starb Anfang Juli vergangenen Jahres an Corona. Der dreifache Familienvater war Asthmatiker. Auch deshalb hatte er immer wieder versucht, sich impfen zu lassen. Vergeblich. Jeden Tag hat er uns gesagt, dass er versuchen würde, eine Impfung zu bekommen. Obwohl er wusste, dass seine Altersgruppe noch nicht an der Reihe war. Trotzdem hat er immer wieder versucht, die Impfung zu bekommen. Dann zeigten sich plötzlich die ersten Symptome. Doch sie dachten, es sei das Asthma. Eines Tages fragte ihn unsere kleine Tochter, als er hustete: Papa, hast du Corona? Und er sagte: Nein, nein, Kleines, ich habe kein Corona. Der Arzt hat nichts von Corona gesagt. Warum fragst du? Wegen der Art, wie du hustest. Es sei ihm immer schlechter gegangen, erzählt Rose. Im Krankenhaus hätten die Ärzte dann Corona diagnostiziert. Wenig später starb Samuel Weber im Alter von nur 41 Jahren. Seitdem muss Rose die Kinder alleine durchbringen. Er war alles für mich und meine Kinder. Aber jetzt ist er nicht mehr da. Nur ein Fall von Tausenden. Wie heftig die Pandemie in Südafrika gewütet hat, zeigt eine internationale Studie zur sogenannten Übersterblichkeit. Bis Ende 2021 starben hier wegen der Corona-Pandemie laut Studie 293 Menschen pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich, in Deutschland betrug diese Übersterblichkeit nur 120. Nicht mal halb so hoch. Dabei hatte sich die Weltgemeinschaft die gerechte Verteilung von Impfstoffen zum Ziel gesetzt. Die Weltgesundheitsorganisation in Genf. Hier hatte man dafür zu Beginn der Pandemie ein eigenes Programm aufgesetzt. COVAX. Die ursprüngliche Idee: Alle Länder schließen sich zusammen, kaufen gemeinsam Impfstoffe und teilen sie untereinander gerecht auf. Doch mehrere reiche Länder scheren aus, darunter die EU-Staaten und die USA. Anstatt über COVAX mit ärmeren Ländern gemeinsam einzukaufen, wollten die Industrienationen sich damals zunächst selbst möglichst viel Impfstoff sichern und kauften ihn teuer ein. Die Produktionskosten einer Dosis mRNA-Impfstoff liegen laut einer Studie für BioNTech bei rund 1 Euro. Für Moderna bei 2,30 Euro. Gezahlt hat die EU nach Presseberichten je nach Zeitpunkt und Hersteller zwischen 15,50 Euro und 22 Euro pro Dosis. Preise, bei denen ärmere Länder nicht mithalten konnten. Hersteller und die EU verteidigen die hohen Preise. Mit den Einnahmen habe man die Produktionskapazitäten ausbauen können. Angeblich zum Wohle der ganzen Welt, versprach die europäische Kommissionspräsidentin beim Besuch einer Produktionsstätte von Pfizer. Europa produziert Impfstoff für Europäer und für Bürger auf der ganzen Welt. Wir sind die Apotheke der Welt und wir Europäer sind stolz darauf. Und wir laden andere ein, mitzumachen. Denn wir alle wissen, niemand ist sicher, bevor nicht alle sicher sind. Wirklich Impfstoff für die ganze Welt? Fakt ist, im Jahr 2021 wurden die Impfstoffe aus Europa vor allem in wohlhabende Länder exportiert. Und das hatte Folgen. Ein Dreivierteljahr nach Zulassung der ersten Impfstoffe waren etwa in Afrika pro 100 Einwohner gerade mal 16 Impfdosen verfügbar. Stand September 2021. In der EU waren es 157 Dosen, also fast 10-mal so viel.
Es gab bilaterale Vereinbarungen zwischen wohlhabenden Ländern und den Unternehmen. Und die Länder horteten viel mehr Dosen, als für ihre eigene Bevölkerung erforderlich waren. Bei der Lieferung an COVAX kam es zu Verzögerungen, riesigen Verzögerungen. Bis Ende 2021 wollte COVAX 2 Milliarden Impfdosen verteilen und schaffte nicht mal die Hälfte. Das ursprüngliche Ziel, in allen Ländern wenigstens 20% der Menschen zu impfen, wurde verfehlt. Erst dieses Jahr hat sich die Versorgung gebessert. Für viele Menschen im globalen Süden zu spät. Das Grote Schuur Hospital in Kapstadt. Es ist eines der bekanntesten Krankenhäuser Südafrikas. Lydia Cairncross arbeitet dort als leitende Ärztin. Und sie kämpft mit anderen beim People's Health Movement für eine bessere Gesundheitsversorgung. Die Katastrophe hat sie 2021 kommen sehen. Im Mai hatten wir noch nicht mal die Älteren geimpft. Und das fast 6 Monate, nachdem der Impfstoff in der Welt verfügbar war. Wir haben die dritte Welle kommen sehen und wir wussten, wir würden zu spät sein. Mit einer Impfkampagne zu Beginn einer neuen Welle lässt sich das Unheil nicht mehr verhindern. Die dritte Infektionswelle hat das Gesundheitswesen überrollt. Tausende Ungeimpfte in überfüllten Kliniken. Wen retten? Wen womöglich sterben lassen? Die Ärzte mussten darüber täglich entscheiden, weil die Intensivbetten einfach nicht reichten. Der Mangel an Impfstoffen führte zu tausenden unnötigen Todesfällen. 6 Monate vor der verheerenden dritten Welle waren die Impfstoffe in der Welt verfügbar, aber nicht in unserem Land. Tausende von vermeidbaren Todesfällen in Südafrika, Hunderttausende weltweit. Und das nur, weil der Impfstoff in den ärmsten Ländern der Welt nicht rechtzeitig verfügbar war. Wie man das hätte verhindern können, das seht ihr im zweiten Teil unserer Doku Tödliche Profite. Am besten jetzt gleich unseren Kanal abonnieren, damit ihr das auch garantiert nicht verpasst.